Daran, dass wir aus einer Bürgerinitiative herauskommend überlegt haben, wir wollen nicht nur gegen die CO2-Verpressung sein, sondern wir wollen jetzt mal aktiv die Energiewende mitgestalten. Ich würde mal empfehlen, dass du aufstehst. Es bot sich eine Bauschuttdeponie an. Nach der Diskussion Tank oder Teller wollten wir sagen, nicht auf einem freien Feld, sondern auf einer Deponie. Und haben jetzt 756 Kilowatt Peak hier auf die Anlage gebracht. Mit Modulen aus sachsen-anhaltinischer Herstellung und mit einer Firma aus Sachsen-Anhalt. Ja, und drunter weiden Schafe, die das Gras kurz halten. Wir wollten in der Hauptsache die Bürger beteiligen, Energiewende mit zu produzieren. Und jeder soll auch die Möglichkeit haben, da irgendwas dann so, wenn er nur ein Modul sich leistet und das mit aufstellt, soll die Möglichkeit haben, Energiewende mitzugestalten. Das war ein Hauptwunsch. Und eben natürlich Energie zu produzieren. Das reicht für etwa 200 Haushalte, was wir hier gebaut haben. Ja, wir können natürlich eine Vernetzung versuchen mit anderen Anlagen, um dann den Strom auch hier vor Ort zu vermarkten. Das ist noch nicht gelungen. Das liegt auch ein bisschen an der Stadt Salzwedel. Da hoffen wir noch auf Kooperation, dass wir mit anderen Photovoltaikanlagen vielleicht den Strom selber hier an Hauseigentümer, an Firmen oder was verkaufen könnten. Im Augenblick ist das aber nicht möglich. Das Ganze ist finanziert durch eine Genossenschaft. Wir sind 70 Mitglieder etwa. Es können noch welche dazukommen. Anteile zwischen 250 Euro und mehreren 1000 Euro, was jemand geben will. Und wir haben etwa 15% Eigenkapital aufgebracht. Den Rest finanziert die Sparkasse hier vor Ort. Mit einer Refinanzierung rechnen wir in 14 bis 16 Jahren, aber schütten jedes Jahr auch an die Leute 3 oder 4% erwarten wir aus. So, und so haben wir vor 2 Jahren angefangen zu planen und im letzten Jahr im September die Anlage hier fertiggestellt. Gegen große Widerstände der örtlichen Energieversorger, die uns so recht nicht ans Netz kommen lassen wollten. Aber dann im September war es dann soweit.